Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Vor dem finalen Bosskampf dieses Let's Plays, aber noch nicht den letzten Bosskampf dieses Let's Plays. Ja, wir stehen vor der Tür von Xemnas, den wir schon im Einzelkampf fertig gemacht haben. Und zwar vor dem Wolkenkratzer, wo wir die Kampfszenen aus dem geilen Trailer von Kingdom Hearts 1 nachinszeniert haben. Und ja, wir gehen jetzt auf da rein und hauen Xemnas kaputt. Was euch der Part übrigens gefällt, dann hinterlasst doch bitte einen Like, einen Kommentar, ein Abo oder was auch immer, um den Kanal weiter zu helfen. Mit den Worten sage ich dann, öffnen wir die Tür. Ich habe das ganz normale Schlüsselschwert mal ausgerüstet, weil, ja, weiß ich nicht. Einfach nur, damit die Szenerie irgendwie passt. So, Rico hat, glaube ich, auch noch alles vernünftig, ne? Aber Lizis habe ich, glaube ich, auch passend. So, du kriegst mal hier was. Irgendwas, weil das wird nötig sein. Gut. Alles klar, dann stehen wir hier vor der Tür und machen uns auf in den letzten Kampf. Ich bin Level 60, das dürfte eigentlich funktionieren sein. Funktionieren sein, wollte ich jetzt sagen. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich sehe mich hier irgendwie nicht, wie ich da irgendwie frecke. Aber mal sehen. Hinter dieser Tür liegt der Anfang vom Ende eurer Reise. Bin ich bereit für das, was uns erwartet? Ich möchte noch kurz in mich gehen. Bringen wir es zu Ende. Ja. Bayoms. Finale Bosskampf beginnt jetzt. Ja, wegen der Szene hier. Rekord als einziger voll epische. Ich wäre gerne mit Ultima hier reingegangen, aber ich glaube, das kann ich mir noch nicht herstellen. Mir fehlen noch zu viele Sachen. Ich muss von jedem Material. Ich muss, glaube ich, von jedem Material eine Sache haben. Und ja, wir können nicht alle Sachen haben, wenn ich noch nicht in diese eine Höhle reingegangen wäre. Aber die schaffe ich nur auf den Maximallevel. Also ja. Und ich gehe nicht mit dem Maximallevel hier in den Endkampf rein. It seems your hearts have led you to obliteration. Perhaps it doesn't pay to be too loyal to one's heart. I will have to be sure and remember that. Okay, komm her. Bin ich toll, dass du so lange gewartet hast. Na, Kairi, Mickey. We can take him on our own. Okay. Natürlich. Wir haben ihn ja schon alleine erledigt. Na, komm her! Wie du wärst Wolkenkratzer zu mir. Ja, ich kann mit einem Schlüssel schneiden. Denkst du denn? Rico und Puffy haben wir bei uns. Und springt der wie blöd. Oh Gott. Dunkler Schild. Gegen Wolkenkratzer funktioniert das, glaube ich, nicht. Schlitz, Schlitz. Und nochmal Schlitz. Und nochmal Schlitz. Und nochmal Sprung. Ja, die Phase fand ich schon immer einfach. Übrigens, der Kampf dauert bestimmt so 1-2 Stunden. Also macht euch auf was gefasst. Dir doch ja nicht so und deutlich Musik an. Ja, wir müssen ja weg, weil der macht den da. Aber ja, ich mach den mit einem Schlag kaputt. Brauche ich auch keine Kombos machen. Sehr gut.
Er hat Gefühl, die Musik ist sehr laut, aber ich werde eine Aufnahme sehen. Ich glaube, das macht noch nicht mal sehr viel Schaden, wenn man davon getroffen wird, aber was soll's. Dann geht noch nicht mal Game Over oder irgendwie sowas. Ich habe schon immer gewundert, was passiert, wenn man bleibt, wenn das Ding explodiert am Ende. Ja, werde ich mal ausprobieren, wenn ich das noch schaffe. So. Ich bleib mal hier. Oh, man geht dadurch ganz kaputt. Okay, das habe ich nicht gewusst. Lande ich jetzt vor dem Bosskampf wieder? Ich glaube ja, ne? Okay. Habe ehrlich gesagt noch nie. Ich habe noch nie ausprobiert, was passiert, wenn man hier bleibt. Aber auch gut zu wissen. Auf mal schneller geht. Bleib jetzt hier. Okay, wenn alles explodiert, natürlich nicht. Aber ich meine, es passiert auch nichts, wenn man hier bleibt. Mit Speedrunning mache ich hier. Ich habe den Kampf nicht probemäßig gemacht oder so, weil das jetzt so aussieht. Ich bin halt nur so stark. Und Chess. Man sieht noch nicht mal Ding explodieren. Es wurde einfach angenommen, dass das Ding explodiert. Schalte den Energiekern aus, als Stadtteil. Bams. Oh Mann. Nach jedem Abschlussangriff macht Trico seine Aura anscheinend nicht so viel Schaden macht. Ich fand irgendwie die Bosskämpfe im nächsten Kingdom Hearts Teil besser, Birth by Sleep. Was übrigens hier nach folgen wird natürlich. Da geht es mehr so um Zweikämpfe immer. Statt gegen so riesige Konstrukte, gegen die man kämpfen muss. Ich meine, es ist so typisch Final Fantasy irgendwie, hat man gegen so gigantische Gegner kämpfen muss. Aber trotzdem. Oh nein, ein Finger. Mal Erdbruch. Hier schauen sie noch die nervigsten Gegner hier raus. Boah. Ich fahr Schwert mit dem Schwert kaputt. Ich noch ein Level ab hier. Schon fast so danach raus. Und tschüss. Ich glaube, die Musik ist viel zu laut in diesem Part, oder? Schreibt in den Kommentaren, ob es zu laut ist. Wo ich es dann schon längst gemerkt habe. Wow. Wir sind schon hier. Da wird ein bisschen länger dauern. Ich glaube, ich mache das alles in einem Part, wenn das so weitergeht. Ich glaube, ich mache das alles in einem Part. Aber ich dachte, es würde ein bisschen länger dauern. Wow. Nein. Jetzt kam er mit dem Angriff. Weil wie schnell er kaputt ist. Aber wir hätten hier Level 50 oder so hinkommen sollen.
Man muss daran denken, ich nehme noch, ich habe noch einen Königsanhänger ausgerüstet, ne? Schlitz, ey, nein. Was? Nein. Ich dachte, ich habe da Eis. Schlitz. Ja, 10 Minuten und wir haben schon, weiß ich nicht, ein Drittel geschafft des gesamten Final Bosses. Nicht schlecht. Tja, sei anders. I need more rage. I need more hearts. Xemnas, there's more to a heart than just anger or hate. It's full of all kinds of feelings. Don't you remember? Unfortunately, I don't. Dann habe ich immer stutzig gemacht. Hat er in dem Ton gesagt? Oder weißt du, dass er noch nicht besiegt ist oder so? Oder weswegen? Übrigens, Spoiler, es geht noch weiter. You're coming back with us, right? I had given in to the darkness. Riku! How am I gonna face everyone? Like this? Ah, so hast du ein Trottel. Muss man noch mal sagen. Hurry! I'll open a path. Huh? Oh. You don't belong in the Dark Realm anymore, Riku. How do we get out of here, Your Majesty? Vielleicht sollten wir sie da fragen. Well, I'm not sure, but we better hurry and get through. Okay, ist auch noch da. Wait for me. Hi, Namine. Thank you, Namine. Sure. See? We meet again, like we promised. Huh? You said we'd meet again. But when we did, we might not recognize each other. I did, didn't I? But I knew you. It's strange. I think I understand. I see myself the way you remember me. And you see yourself the way I remember you. I always thought nobodies were doomed to fade back into darkness. Yeah, but you and I didn't. We got to meet our original selves. So, we can be together again. Right. Anytime Sora and Kairi are together. We'll be together every day. Right, Sora? Was das angeht. Look sharp. Huh? Don't worry. You're all still you. Hey, let's go home. Riku, come on. Yeah. Ja, bevor sich das Ding noch schließt oder irgendwie so was. Sora, Riku. Ja. What? Genau so. Hätte euren emotionalen Moment nicht ein paar Minuten später haben können. Und nun.
War das Ding schon immer da? Ja, waren wir ja gerade, ne? Schon voll die epische Welt, ne? Dann schon dauert durch diese Stadt da unten zu laufen, wahrscheinlich. Das ist ein geiler Zufall, dass das hier rumliegt. Ich glaube, im letzten Kampf konnte Mickey sogar noch auftauchen oder in diesem Kampf. Sobald wir wieder unter normalen Voraussetzungen kämpfen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, komm mal her, Riesendrachen. So, wie geht das hier nochmal? Damit Kreis kann man... Ja, okay. Vier schießt man, genau. Oh, ich krieg nur Erfahrungspunkte, sehr gut. Oh Gott. Muss ich treffen. Ah, AP und Abwehrkraft. Was mache ich denn hier die ganze Zeit? Wieso kann ich nicht treffen? Aber die Streifen, die ich dabei mache. So, schieß nicht mal an, bitte. Ja, kann ich dich absorbieren. Meine Form Laser! Die kann ich dagegen hauen, ja. Sehr gut. Eigentlich macht Rico hier die ganze Arbeit. Der schießt, der fliegt, er macht den Schild. Ich mach nur den hier. Ich greife Rico gerade an. Boah. Rico angreifen? Geht da rein. Ja, das hebe ich mir noch auf. Warte, der kriegt denn jetzt voll in die Fräse. Na, daneben. Oh Gott. Komm, lass sie abknallen. Komm her! Und in die Fresse. Nein, hat er nicht getötet. Ich krieg die Krise. Okay. Du hast noch einen Flügel. Jetzt kannst du unmöglich fliegen. Oder? Doch. Ich glaube, ich kann nur die Laserschüsse abwehren. Komm, zeig mir da ein anderes Flügelchen. Ich treffe die auch so, wenn ich mit Laser schieße, glaube ich. Macht's auch viel einfacher. Triff das Ding. Nein, der explodiert hier. Ah, Chess. Nein, ein Ding ist entkommen. Das wird jetzt Rache schwören. Ich merke gerade, wir hätten vielleicht verrecken können. Weil ich kann mich ja nicht heilen. Hätte vielleicht ein bisschen aufpassen sollen. Jetzt soll ich haben, wie die Musik umschlägt. Ah, ne, sieht man noch nicht. Okay. Hört man, meine ich. Man sieht die Musik.
Es ist endgültig erledigt. Nicht wahr? Och Mann. Jetzt schlägt die Musik nochmal um. Xemnas offizielles Thema, glaube ich. Da ist der Pascha schon wieder. Oh ne. Riku? Yeah? I wanted to thank Naminé, but I couldn't bring myself to say it. Not until everything was back to the way it was before. Ich glaube, das ist Final Mix only. Don't worry. We'll make that happen. Once this is over, you can thank her all you want. Yeah! Oh, ich liebe die Musik in Kingdom Hearts. Das meine ich jetzt nicht so im übertriebenen Sinne. Ich glaube, Kingdom Hearts ist das Spiel der besten Musik aller Zeiten für mich. So, du Pascha. Kannst du das Wagen eigentlich nur da im blöden Stuhl sitzen? Wenn du irgendwann mal aufstehst, ne, dann. Oh Gott, ich sollte das vielleicht nicht einsetzen. Ich beten, dass du nie aufstehst, weil sonst hau ich dich wieder in den Stuhl da rein. Foreshadowing. Au. Na oh Mann. Aber ich bekomme nicht so viel Schaden, also bin ich schon, glaube ich, ein bisschen überlevelt. Au. Ja. Lass mich mal kurz da ein. Au. Ich dachte so, ich dachte, ich kann da hin. Aber natürlich. Hier, ich vertraue dir, Riku. Gut gemacht, Riku. Aua, ich komme da nicht mal raus. Aha, ich liebe die Musik. Hi. Ja, langsam kenne ich dich auch ein bisschen auswendig. Oh, 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 ja. Ah, wie kann man den Angriff ausweichen? Oh Gott. Ja. Fange aber irgendwann an, sich zu bewegen. Aua. Flieg, Riku, flieg! Schlitz, Riku, Schlitz! Das ist sehr effektiv. Ja, wie soll man das ausweichen? Danke, Riku. Ich bin eine fliegende Schraube. Mir ist da noch nie aufgefallen, aber die Gebäude sind da an der Decke. Au. Au. Gott verdammt, lass mich mal auf dich zugehen. Bah. Doch gibt's doch nicht. Mir auf dich zukommen, verdammt. Schlätz. That scream. Im Deutsch ist der auch cool. Ja, ein bisschen verzweifelter. So, damit wären wir jetzt im letzten Kampf angekommen. Heroes from the realm of light, I will not allow it to end this way. Not yet. If light and darkness are eternal,
then surely we nothings must be the same. Eternal. You're right. Light and darkness are eternal. Nothing probably goes on forever, too. But guess what, Xemnas? That doesn't mean you're eternal. Yay. Zum ersten Mal eine richtige Comeback-Line von Sora. No more eternal than that radiance of yours. Und jetzt beginnt es. Einer der wahrscheinlich epischsten Final Boss Kämpfe im Videospiel Geschichte. Oh, was für eine Kamera. Ich glaube, da muss man ja getimed einsetzen, oder? Ich meinte, man konnte halt immer nur drücken und dann. Komm her. Au! Mein Schwert. Jetzt komm her. Jetzt kriegst du auf die Fräse. Ja, ich glaube, das bringt's nicht so. Nehmen wir noch mit richtig geiler Musik. Ich habe den Kampf, glaube ich, nicht mehr drauf. Ja, ich krieg hier voll auf die Fresse. Oh nein, Tempest. Ich weiß nicht, wann ich den sicher angreifen kann. So, jetzt aber. Nein. Ich weiß aber echt die ganze Zeit weg. Kann ich dich auch mal angreifen? Ey. Boah. Ich vermassel hier echt alles, was man fassen kann. Ich glaube, ich sollte mal auf das hier setzen. Genau. Ja, irgendwie wird er nicht gestunt von meinen Angriffen. Jetzt wird er gestunt. Jetzt wird er gestunt. Jetzt wird er gestunt. Komm her. Krieg viel Schaden, aber ich mache ihn auch viel Schaden. Ah. Ja, ich werde hier von allen getroffen. Ja, ich von jedem Scheiß getroffen. Da ist er. Nein, er ist der Falsche. Ah. Geh weg. Wie soll ich von so was treffen, ja? Ich lasse mich hier von allem treffen. Abgelehnt. Ah, gut. Wieso kann ich nicht auf den zurückfliegen? Ja, diesmal kann ich leider nicht ausweichen. Letztens bin ich halt mit Vita ausgewichen, weil ich da unbesiegbar bin, aber muss ich halt so machen. Somit kann man nur halbwegs voll AP. So. Bis gleich. Früher habe ich mich immer von dem Typen dahin schubsen lassen. Aber jetzt bin ich klüger. Und ich kann den hier. Ja, war das alles? Komm her. Ja, schon leicht kaputt. Oh nee. Komm her. Ich treffe dich von hier oben. Was geht dir ab? Ich habe dich in der Luft kaputt gehauen. Was sagst du dazu? Ich bin immer noch in der Luft. War knapp. Ah, besser.
Solange ich den Kampf wieder raus habe, geht schon wieder. Ja, sehr gut, Rico. Wenn ich mich getroffen werde, setzt du einen blinden Schild ein. Ah! Jetzt aber. Nein. Ich bin hinter dir. Hi. Jetzt müsste das gewesen sein. Aber versucht einen E-Time zu setzen, geht nicht. So, und jetzt Spam! Dreieck und X. Oh, ja. Früher habe ich immer dann nur Dreieck gedrückt. Habe ich immer mit Sora Schaden bekommen. Aber ich habe es immer überlebt. Also ja, auch nur Dreieck drücken scheint hier zu funktionieren. Aber man soll X und Dreieck drücken. Bis jetzt habe ich noch keinen einzigen Schaden bekommen. Ausgezeichnet. Dabei tue ich voll gemächlich drücken. Ich habe keinen einzigen Kratzer abbekommen. Ausgezeichnet. So, jetzt ist er bestimmt endgültig tot. Ah, verdammter Dreck. Nein. Jetzt aber. Und tschüss. Riku. Spür die Macht des Lichtes. Und jetzt Son Goku gegen Piccolo Finisher. Und jetzt kommt der letzte Schlag. Oh. Wir haben noch die Drive-Leiste hochbekommen. Ah, sehr schön. Halbe Stunde den ganzen Kampf hier. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich bin auch sehr stark. Level 60. Damit haben wir ihn hoffentlich für immer und ewig erledigt. We did it. I wouldn't be too sure of that. Das ist ja sehr nett, dass die sich im Kampf rausgehalten haben die ganze Zeit. Sora, I can't. Don't say another word. It's not over. It's just not. How can you say that? Even if we could go on. Look where we are. Aw, come on, Riku. You've been hanging out in darkness too long. You gotta try and think positive. Sora? Hmm? You lead. Got it. Okay. Ich werde die Hoffnung aufgeben, verdammt. I always figured I was better at stuff than you. Really? Hm. Are you mad? No. I kinda always thought you were better at everything, too. Riku, look. What's that light? Ja, du musst mal da hingehen. Ja, halt, warte, geh nicht ins Licht. Das ist doch nur ein verdammter Zug. Ah, okay. Und jetzt sind wir ganz bestimmt tot. Oh. End of the road. Yep. Und hier haben Roxas und Xemnas miteinander gesprochen. I can walk. Warum ist er auf einmal so erschöpft überhaupt? You know, maybe the darkness has gotten to me too. Riku! This world is perfect for me. If this is what the world really is, just this,
then maybe I should fade back into darkness. Riku. If the world is made of light and darkness, we'll be the darkness. Yeah. The other side. The realm of light is safe now. Kairi, the king, and the others are there. That's what I mean. Hey, Sora. Could you help me? I want to get down to the water. Ich will mir die Schildkröten ansehen. Ich weiß echt nicht, von wo das jetzt gekommen ist. At least the waves sound the same. Oh, okay. What I said back there about thinking I was better at stuff than you. Mm-hmm. To tell you the truth, Sora, I was jealous of you. What for? I wished I could live life the way you do. Just following my heart. Yeah, well, I've got my share of problems too. Like what? Like wanting to be like you. Hmm. Well, there is one advantage to being me. Something you can never imitate. Really? What's that? Having you for a friend. Then I guess I'm okay the way I am. I've got something you could never imitate, too. Das Ding kennen wir doch von ganz Anfang an. Sora? Hm? I think it's for you. Und jetzt müsste ich gleich irgendwo stumm schalten. Also nicht wundern. Jetzt, wenn die Charaktere nur am Reden sind, glaube ich. Starting a new journey may not be so hard. Or maybe it's already begun. There are many worlds, but they share the same sky. One sky, one destiny. Light. The door to light. Kingdom Hearts? We'll go together. Yeah. Ich glaube, hier muss ich noch nicht stumm schalten. Ich glaube, bei den Credits erst. Falls irgendwann kein Ton kommt, wisst aber Bescheid. Ich glaube, da muss ich nicht stumm schalten. Ich bin mir nicht sicher. Ja, könnte sein, dass der Part gerade jetzt stumm gewesen ist oder nachkommentiert oder irgendwie sowas. Da werdet ihr ja schon sehen. Wir sind einfach von mir mal gefallen. Sora! Riku! Kann zu sein, dass hier schon stumm geschaltet wird, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe natürlich nicht.
Da muss ich irgendwas machen. Aber ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Laufen, als es funktioniert. Da sind unsere Disney-Charaktere für dieses Spiel. Ja, ich glaube, ich muss es stumm schalten. Mal schauen. Aber warum ist Donalds Kopf so groß? Sehr schön. We're back. You're home. So, und jetzt soll ich auf jeden Fall stumm schalten. Weil jetzt kommt nur Musik. Und ja. Ich sage es jetzt hier noch einmal, falls ich jetzt irgendwas bearbeitet habe. Kann sein, dass ich jetzt vielleicht gerade etwas stumm geschaltet habe. Aber ja, aus dem offensichtlichen Grund, weil das Lied vielleicht kopiergeschützt ist und so. Also ab hier ist auf jeden Fall stumm geschaltet. Ich weiß noch nicht, wie ich das so im Bereich vorhin mache, weil da ist auch ein bisschen Musik hin und wieder gekommen. Versuche erstmal so, wie ich es jetzt habe, hochzuladen. Wenn nicht, dann nicht wundern, wenn auf einmal alles stumm geschaltet ist oder nachkommentiert. Ich werde dann wahrscheinlich nachkommentieren oder irgendwie sowas. Aber ihr wisst dann schon Bescheid, keine Sorge. Ich werde schon irgendwie was da hinterlassen, um euch aufzuklären. Ich will ein bisschen vorsichtig sein. Ich tue zwar nicht monetarisieren oder all sowas oder Geld verdienen, was weiß ich. Aber trotzdem. Eine Schande bei fast 2000 Videos. Das ist immer noch meine größte Angst, ob mein Kanal gesperrt ist, nach so vielen Jahren. Okay. Ja, damit haben wir Kingdom Hearts 2 Story abgeschlossen. Aber wir sind noch immer nicht, mein Gott, das Gesicht von Sora. Aber wie im ersten Teil ist es natürlich hier noch nicht nach den Credits zu Ende. Wir werden uns noch an vielen optionalen Bossen hier ranmachen. Und ja, wir müssen noch die Höhle in Radiant Garden erkunden. Die wir aber erst so ab nahe Maximallevel überleben würden. Ich habe das so in Erinnerung, weil die Gegner sind, ja, die sind ein bisschen, ja, sehr stark. Problem ist, die führen uns zu den optionalen Bossen. Das heißt, wir müssen uns erst da durchkämpfen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwann eine Hardcore-Trainings-Session absolvieren. Und auf Level 99 oder so hochleveln. Bis dahin müsste ich dann auch Ultima und all sowas haben. Und ja. Aber bevor ich diese Trainings-Session mache, werden wir uns noch einen optionalen Boss hier schnappen. Danach, wenn ich Level 100 bin, 99, werden wir noch die restlichen Pilze uns schnappen, weil dann müssten wir, glaube ich, alle Voraussetzungen haben, die zu erledigen. Und dann geht's auf zu der Höhle. In der Reihenfolge machen wir das. Okay, damit ihr alle Bescheid wisst. Und ja, oh Gott. Ich sehe nur dieses Bild. Ich bin letztens über so eine Meme von Winnie Pooh gestolpert. Was hat es damit aus sich? Irgendwie so eine Baseball-Meme oder so, wo Christopher Robin irgendwie als, weiß nicht, irgendwie als Satan oder so dargestellt wird oder als schlimmster Albtraum. Was hat es damit auf sich? Egal. Ja. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie sagen muss, wie mir das Spiel gefallen hat. Kingdom Hearts 2. Ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Mindestens so, wahrscheinlich sogar Platz 1 von allen Spielen.
Daneben kommt so Vertreter wie Final Fantasy 6, Final Fantasy 10, was noch? Mario Kart 64. Den habe ich sehr gern gespielt. Und ja, es kommen auf jeden Fall nicht viele Spiele an dieses Spiel ran, meiner Meinung nach. Deswegen warte ich auch wie blöde noch auf Kingdom Hearts 3. Deswegen will ich das auch unbedingt haben. Nach so 10 Jahren schon. Aber ja, ich habe ja Geduld. Wir haben ja alle Geduld. Hier wir Kingdom Hearts Freaks, ne? Und ja. Musikmäßig habe ich ja schon im Kampf gesagt. Absolut top. Jedes Kingdom Hearts. Vor allem Birth by Sleep. Oh mein Gott. Ich werde mich so hart von freuen, Birth by Sleep zu spielen. Ich hatte ja keine PSP, konnte damals nicht auf der PSP spielen, musste warten, bis es hier für die PS3 rauskam. Also ich habe erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal Birth by Sleep gespielt. Das Problem ist aber, ich kannte so gut wie storymäßig fast alles schon von dem Spiel, weil ich mir Videos davon angeguckt habe. Also es war nicht wirklich irgendwie was Neues da, als ich das selber gespielt habe. Aber trotzdem, awesome. Das kommt übrigens nach diesem Projekt hier. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Parts noch kommen werden von Kingdom Hearts 2. Wie viele Part ist das überhaupt hier gerade? Der 70. genau. Also über 100 werden wir auf jeden Fall nicht mehr schaffen, das kann ich schon mal sagen. Auch nicht mit den optionalen Bossen und so. Ich glaube, wir werden so in die nahe 90, 80 rankommen. Ne, 80 nicht, aber 90 irgendwie so rankommen. Und bitte schaltet zu irgendwen anderen, bitte. Ich werde mir jetzt nicht hier alle Minispiele und alle Gegenstände und alles, alle Rekorde und was weiß ich hier alles hier einverleiben in dem Spiel. Ich werde einfach die Bosse, die optionalen Bosse. Ich habe mir überlegt, irgendwie die Gummijet-Mission hier noch ein bisschen zu machen. Da müsste ich auch noch eine ganze Weile mit denen spielen. Das Erste, was ich natürlich mache, ist, nach diesem Part hier, einen optionalen Boss hier noch kaputt zu hauen. Und danach kommt eine riesige Trainingssession. Und danach machen wir diese Höhle in Radiant Garden. Und danach machen wir die restlichen optionalen Bosse. Ach, danach kommt ja immer noch einer, fällt mir gerade ein. Oh. Ja, könnte so bis Part 100 oder so dauern, bis wir fertig sind. Aber macht ja nichts. Auron. Auf Final Fantasy 10 würde ich auch mal gerne Let's Playen. Aber weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen Angst vor Square Enix. Ich liebe deren Spiele. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich Square Enix Spiele lieb, aber so deren Einstellung zu Let's Plays und so macht mir ein bisschen Angst. Ich meine, wenn die kommen und sagen, hier, nimm dein Kingdom Hearts Let's Play, alle deine Kingdom Hearts Let's Plays hier runter, dann mache ich das auch. Nicht, weil ich mir Ärger oder so vermeiden will, also das auch, aber ich würde das schon respektieren, wenn die das sagen. Ist immer deren Spiel, also. Oder Disney. Aber ich glaube, Disney ist da ein bisschen lockerer, weiß ich jetzt nicht. James Patrick Stewart, okay. Christopher Lee. Stimmt, das habe ich mich auch gewundert. Also, boah, wie ist er nochmal? Saruman? Saruman, ne? Oder Count Dooku. Vor allem Count Dooku. Ich bin ein riesiger Star Wars Fan übrigens. Habe ich das schon mal je irgendwie in irgendeinem Let's Player gesagt? Ich glaube nicht. Wer weiß, ob irgendjemand noch bis zu diesem Punkt hier guckt.
In den normalen Fällen ist es, glaube ich, nicht so, dass irgendjemand meine Videos ganz guckt, oder? Habe ich jedenfalls so das Gefühl. Ein Kingdom Hearts Chain of Memories war auf jeden Fall so. Da haben mir Leute irgendwie nach einer Minute, nachdem ich das Video hochgeladen habe, irgendwie geschrieben, oh, tolles Video und so. Bei einem halbstündigen Video übrigens. Und da machen immer noch Leute, was ich unnötig finde. Ja, da habe ich irgendwie, weil nicht sehr merkwürdige Sachen noch gesagt am Ende. Also ich könnte jetzt hier eigentlich sagen, was ich will und niemand hört es irgendwie hören. Nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Ich finde, ich stehe gleich mit Gott. Ich finde, Raucher sind das Letzte. Ich bin ein My Little Pony Fan. Und niemand wird das hier erfahren. Nicht, dass ich all diese Sachen irgendwie verheimlichen würde oder so. Weil nicht. Ein Gottkomplex habe ich schon lange. Schon seit Jahren. Was habe ich gerade nochmal gesagt? Was habe ich jetzt gerade nochmal gesagt? Ich stelle mich gleich mit Gott. Ich finde Raucher zum Kotzen, ja. Finde ich auch. Bin ich Raucher und ich hasse es, wenn Raucher sich neben mir stellen in der Öffentlichkeit, wenn ich einfach nur frische Luft atmen will. Und ja, My Little Pony Referenzen habe ich schon in meinen anderen Projekten auch gemacht. Weiß nicht, ich glaube, hier habe ich auch irgendwie mal gemacht oder so. Und da schäme ich mich auch nicht für. So, gut. Ich sollte vielleicht mal irgendwann über das Spiel sagen, aber weil ich Kingdom Hearts 2 ist für mich ein perfektes Spiel eigentlich. Wenn man bedenkt, dass das noch ein PS2-Spiel ist, ne? Wir gar nicht wissen, was die machen mit der PS3, mit Kingdom Hearts 3. Weil ich will ja auch Kingdom Hearts 2.8 irgendwann mal let's playen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Weil man, bis dahin werde ich ja hoffentlich Birth by Sleep durchhaben. Und in Kingdom Hearts 2.8 ist ja eine extra Story zu Birth by Sleep noch dabei, die für mich dann blind wäre, was ja auch mal geil wäre. Aber da ist auch Dream Drop Distance dabei. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich da machen soll. Wenn ich dann Dream Drop Distance halt erst machen müsste, dann müsste ich ja nur ewig warten, bis ich ja Birth by Sleep hier spielen darf. Das ist ein bisschen doof. Aber wenn ich Birth by Sleep als erstes mache, dann ist das die falsche Reihenfolge. Solche Sachen machen mich fertig. Aber ja, werde ich schon bis dahin mal schaffen. Und dann kommt Kingdom Hearts 3 hoffentlich. Also ja, macht euch noch fast auf ungefähr ein Jahr Kingdom Hearts. Versuche meine anderen Projekte ein bisschen schneller fertig zu machen währenddessen. Und ich glaube, ich kann den Ton jetzt wieder anmachen, oder? Ich habe ihn jetzt wieder angemacht. Kommt, glaube ich, so din, 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 oder? Ach ja, hier kommt ja noch was. Nothing's changed, huh? Nope. Nothing will. What a small world. But part of one that's much bigger. Yeah. Hey, Riku. What do you think it was? The door to the light. This. Die Kette? This? Die Kette? Yeah. It's always closer than you think. Ich hab sie ja immer an, also. Sora! Riku! Sie hat nicht wirklich aufs Herz gezeigt. Ich weiß, dass der das gemeint hat, natürlich, aber er hat auf die Brust gezeigt, also. From the King? Ja.
Ja, und das tut meine Mind voll blau, weil seit Kingdom Hearts 2 sozusagen schon draußen ist, steht Kingdom Hearts 3 sozusagen mehr oder weniger in den Startlöchern. Weil ein anderer Teil. Und das macht mich fertig. So, die Frage ist, jetzt habe ich irgendein Ending freigeschaltet? Ja. Ein Schlüssel, der die Legende nach eine besondere Kraft besaß. Ein Helden soll es gegeben haben, dem das Schlüsselschwert der Lösung und Chaos brachte er über die Welt. Was hat es mit diesem dubiosen Schlüsselschwert auf sich? Schlüssel, die macht zu hoffen und keine Ahnung. Geht zu schnell. Und da haben wir Mr. Badass Knight. Sind ja mal neu Kingdom Hearts, oder? Sieht irgendwie aus wie Kingdom Hearts auf Steroide. So, das sah so aus, als hätte er irgendwas erledigt hinter sich. Oder sie, keine Ahnung, wissen wir ja noch nicht. Das sieht nur auf den ersten Blick so aus. Da kommt jemand. Das ist das Schlüsselschwert, die verlorenen zwei. Erinnerung sehr, es kriegt das Schlüsselschwert. Alles gebangen. Begann mit die Geburt aus dem Schlaf. Kann ich so schnell lesen. Birth by Sleep, ja. Und hey, das Bild kennen wir noch aus den Puzzles. Gut, Ende. Ich noch meine, ja, Resümee des Abenteuers. Schwierigkeitsgrad Profi, Gemini's Tagebuch komplett 91%. Was? Wir haben schon so viel davon? Gummirunden komplett 18%. Gefährten wiederbelebt 183 Mal. Von Mickey rettet einmal. Häufigsten eingesetzte Form, Waisenform. An die Form benutzt 22 Mal. Häufiger Freund Genie. Ausgezeichnet. Du kannst deine Durchspieldateien speichern. Ja, Mario. Könnte mich nicht aufhalten. Gut, alles klar. Eine Stunde haben wir. Ich hoffe, ihr habt bis dahin noch durchgehalten. Wir speichern jetzt einfach mal da. Ist auch egal. Und ja, dann würde ich sagen, im nächsten Part knüpfen wir uns den ersten optionalen Boss noch vor. Und danach kommt eine riesige Trainingssession. Machen wir halt so, gut. Würde ich sagen, ich beende den Part jetzt hier langsam mal. Hat ja schon viel zu lange gedauert. Und wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Like, ein Kommentar, ein Abo, irgendeine Art von Feedback, um das zu zeigen. Und ja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge, hoffentlich.